Hallo Leute, hallo YouTube. Diesmal geht es darum, welche Polygone können lückenlos Flächen ausfüllen. Also, dass die Seiten und die Ecken ohne Verluste aneinander liegen. Darum geht es jetzt. Fangen wir mal mit dem kleinsten Polygon an. Das Dreieck. Kann das Dreieck Flächen lückenlos ausfüllen? Das können wir jetzt hier beobachten. Wenn Dreiecke Flächen ausfüllen können, kann das garantiert auch ein Viereck. Viele von euch wissen, dass Dreiecke halbe Vierecke sind und Vierecke doppelte Dreiecke. Wie Dreieck und Vierecke miteinander in Verbindung stehen, kann man jetzt hier erkennen. Habt ihr gesehen? Dreieck und Vierecke sind direkt miteinander verwandt. Also heißt das, dass Polygone mit den Vielfachen von 3 und 4 oder beidem eben Flächen ausfüllen können. Nehmen wir das nächste. Nehmen wir das Sechseck. Kann das Sechseck Flächen ausfüllen? Das sehen wir jetzt hier. Ihr seht, wie die Fläche von Sechsecken entsteht. Und noch etwas ist interessant. Die Sechsecken bestehen aus 6 gleichzeitigen Dreiecken. Ja? Also sehen wir, dass ein Sechseck aus Dreiecken konstruiert werden kann. Gucken wir uns jetzt mal das nächste an. Das ist jetzt ein Achteck. Aber wie ihr seht, an den roten Stellen gibt es Lücken. Also ein Achteck kann das nicht. Das hier ist ein Zwölfeck, also das Dreifache von 4 und das Vierfache von 3. Da steckt das Viereck und das Dreieck drin. Aber auch hier sieht man, dass Lücken entstehen. Kann man noch auf andere Weise Sechsecken konstruieren? Das sehen wir jetzt hier. Man sieht, dass Sechsecke aus Dreiecken und Vierecken konstruiert werden können. Wie man festgestellt hat, können Dreiecke, Vierecke und Sechsecke Flächen bilden. Aber es gibt ja noch eine Fläche, ein zweidimensionales Objekt, und zwar den Kreis. Und wie kann man denn jetzt diese Dreiecke, Vierecke und Sechsecke mit dem Kreis kombinieren? Das sehen wir hier. Wir sehen, dass egal ob der Kreis an den Ecken oder an den Seiten anliegt, das Sechseck verbraucht den wenigsten Platz gegenüber einem Kreis. Und genau aus diesem Grund sind die Bienenwaben sechseckig. Weil bei Bienenwaben wird ein Kreis mit einem Polygon kombiniert. Innen ist ein Kreis und außenrum ist ein Sechseck. So, dann würde ich sagen, Geheimnis gelüftet. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch.